Woran erkennt man einen wirklichen Profi? Ganz einfach. Ein Profi erkennt man daran, dass er die Reparaturen am eigenen Gerät immer ganz zuletzt macht. Ich muss zugeben, ich selbst fahre teilweise monatelang mit Defekten durch die Gegend, wo ich anderen Leuten schon längst geraten hätte, Mensch, mach das doch mal eben fertig, ist doch gar nicht so viel Arbeit. Ich fahre zum Beispiel in einer meiner alten Vespas schon seit über einem Jahr eine Handvoll Rost im Tank durch die Gegend. Keine Ahnung, wie der da reingekommen ist. Das bedeutet allerdings auch, dass ich mindestens einmal im Monat einen neuen Benzinfilter verbauen muss, damit mein Vergaser nicht alle 5 Meter einen Kotzanfall mit Bröckchenhusten bekommt. Rechnerisch gesehen ist das Ganze natürlich eine Vollkatastrophe. Denn so ein Benzinfilter kostet immer so zwischen 2,50 Euro und 3,50 Euro, je nachdem, wo man stehen bleibt und einen braucht. Und ich habe jetzt sicherlich schon 10 davon verbaut, weil eben mal kurz einen neuen Benzinfilter reinzustecken, ist nur eine Sache von einer Minute. Also sagen wir mal, rein rechnerisch, 10 mal im Schnitt 3 Euro sind 30 Euro und das Tankversiegelungsset kostet nur 27 Euro. Peng, schon angeschissen. Ich darf gar nicht drüber nachdenken. Komm, egal. Also, das ist besagter und stark verrosteter und verseuchter Tank. Der ist jetzt zwar von meiner alten Vespa, aber bei alten Motorradtanks ist es das gleiche Prozedere. Wenn man hier mal reinschaut, dann sieht man recht deutlich den Rostbefall. Egal was für ein Tank das ist, jetzt muss zuerst mal der Benzinhahn raus. Der war in meinem Fall sowieso schon recht gebrechlich, also egal. Und weil ich hier erst vor kurzem eine neue Dichtung eingesetzt habe, tausche ich die noch schnell gegen eine alte Dichtung aus. Jetzt verschließe ich das Benzinhahnloch mit einem Klebestreifen. Ich habe dafür hier so ein richtiges Höllenklebeband. Das klebt echt wie die Pest. Leider steht da keine Marke mehr drauf, sonst könnte ich euch das jetzt empfehlen. Dann nehme ich alte Schrauben, Nägel, Muttern und so weiter und fülle damit den Tank. Das kann ruhig ein halbes oder sogar ein ganzes Kilo Schraubenzeug sein. Das ist schon okay, denn das wird gleich den Tank von innen mechanisch komplett entrosten. Dann mache ich den Tank zu. Verschließe ihn gut und jetzt brauche ich Eierkartons und eine alte Decke und darin wickle ich den Tank gut ein. Jetzt könnte ich den Tank sicherlich auch 3 Stunden selber schütteln wie ein Irrer, aber das lasse ich in diesem Fall lieber von jemandem machen, der davon keine langen Arme bekommt. Also ab damit in den Zementmischer und go for it. Auf diese Weise werden jetzt die Rostpartikel im Tank gelöst. Der Tank wird quasi von innen abgeschliffen und so wird er von innen schön blank. Und immer nach einer Stunde den Tank auch mal umdrehen, damit er von allen Seiten gleich behandelt wird. Hier das Ergebnis nach 3 Stunden. Der Rost ist quasi komplett verschwunden. Jetzt brauchen wir den Rostumwandler und die Tankversiegelung. Dieser Rostumwandler wird vor der Verwendung erstmal 1:1 mit Wasser vorgemischt. Dann nochmal nachschauen, dass der Tank auch immer noch schön dicht ist. Jetzt den Rostumwandler da reingefüllt. Tank zu. Und dann den Tank erstmal stehen lassen. Und zwar auf jeder Seite für mindestens 1 Stunde. Damit es oben noch ein Haps dichter wird, mache ich hier nochmal eine Tüte dazwischen. Danach den Tank unten wieder aufmachen.
den Rostumwandler in einem Gefäß auffangen und anschließend gut verschlossen und gut gekennzeichnet wegstellen. Den kann man nämlich nochmal verwenden. Jetzt wieder kontrollieren, ob der Tank immer noch ordentlich zu ist. Und nun fülle ich die Tankversiegelung ein. Auch hier das Loch wieder verschließen und den Tank von innen langsam und gleichmäßig ausschwenken. Das dauert sicherlich ein paar Minuten. Denn es müssen wirklich alle Stellen erreicht werden. Und auch hier danach den Tank wieder stehen lassen. Und zwar auch auf jeder Seite für mindestens eine Stunde. Und beim Seitenwechsel den Tank auch immer wieder eine Runde ausschwenken. Jetzt noch die restliche Tankversiegelung zurückfüllen, denn die kann man auch weiterverwenden. Und nun braucht ihr den Tank nur noch gut austrocknen zu lassen. 6 Tage sind hier vom Hersteller empfohlen, bei mir sind es immer mindestens 10 Tage. Und auch beim Trocknen drehe ich den Tank jeden Tag auf eine andere Seite. Ich wünsche euch viel Erfolg beim Nachmachen. Lasst euch genug Zeit, dann wird das auch schön. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.